FDP-Fraktion Christian Dürr. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Jahr 2022, also der Start dieser Regierungskoalition, steht unter Vorzeichen, die wir uns vor fast genau einem halben Jahr während der Koalitionsverhandlungen nicht hätten vorstellen können. Nicht nur spüren wir die wirtschaftlichen und sozialen Nachwirkungen des Höhepunktes der Corona-Pandemie, das alles rückt ja in den Hintergrund angesichts des Angriffskrieges Russlands in der Ukraine und die schrecklichen Bilder, die wir von dort täglich sehen. Die Zerstörung und das Leid, das wir dort sehen, sind schrecklich, und jegliche Unterstützung, die wir leisten, ist richtig und notwendig. Ich möchte daher an dieser Stelle noch einmal deutlich sagen, egal was wir tun, wir dürfen uns an die Bilder aus der Ukraine nicht gewöhnen, meine Damen und Herren. Wir dürfen uns an diese Bilder nicht gewöhnen. Und wir reagieren, indem wir eng an der Seite der Ukrainerinnen und Ukrainer stehen, die auch für die europäische Freiheit kämpfen. Wir unterstützen finanziell ganz konkret den ukrainischen Staat, damit er weiterhin funktioniert. Ganz konkret in diesem Bundeshaushalt, abgestimmt mit den G7, stellen wir 1 Milliarde zusätzlich deutsches Steuergeld zur Verfügung, um die Funktionsfähigkeit des ukrainischen Staates aufrechtzuerhalten. Auch das ist ein wichtiges Signal dieser Haushaltsberatung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir schaffen etwas weiteres mit diesem Bundeshaushalt. Es ist ja schon viel über Stellen auch gesprochen worden. Beim Generalbundesanwalt, der Bundesjustizminister, beim Generalbundesanwalt schaffen wir Stellen für die Verfolgung von Kriegsverbrechen, meine Damen und Herren. Diese Kriegsverbrechen in der Ukraine dürfen nicht ungesühnt bleiben. Wir werden die Täter verfolgen, meine Damen und Herren, auch von deutschen Strafverfolgungsbehörden. Wenn wir also über diesen Bundeshaushalt sprechen, in diesem Jahr sprechen wir über veränderte Gegebenheiten, über eine geopolitisch andere Welt als noch vor 2 Monaten. Hier steht ja insbesondere das Sondervermögen für die Bundeswehr im Fokus. Der Bundeskanzler hat das hier vorgeschlagen am 27. Februar. Ich bin dem Bundesfinanzminister ausdrücklich dankbar für seine Verhandlungsführung. Ich bin ihm dankbar, dass er die CDU-CSU-Bundestagsfraktion davon abgehalten hat, hier einen absurden Abzählrein am Freitag durchzuführen, meine Damen und Herren. Wir schaffen es, mit diesem Sondervermögen die Bundeswehr endlich so auszustatten, wie sie ausgestattet werden muss, wie eine moderne Armee ausgestattet werden muss. Das wurde in den vergangenen 2 Jahrzehnten sträflich vernachlässigt, und es dient nicht nur unserer eigenen Sicherheit, sondern das sind wir endlich auch den Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr schuldig, meine Damen und Herren, um das auch klar zu sagen. Ein zweiter Punkt, der mir in dem Zusammenhang mit dem Sondervermögen wichtig ist. Wir weichen nicht von der Schuldenbremse ab. Wir schleifen nicht die Schuldenbremse im Grundgesetz, sondern wir werden am Freitag mit 2/3 Mehrheit dieses Sondervermögen beschließen, was speziell der Bundeswehr zur Verfügung steht. Und vor allen Dingen, Herr Kollege Merz, wir erhöhen nicht die Steuern. Ich war heute Morgen sicher, dass der Oppositionsführer viele Fragen erneut stellen wird oder eigene Konzepte vorzulegen. Aber an einer Stelle haben Sie mich blank überrascht. Damit war nicht zu rechnen. Der SPD vorzuwerfen, sie hätte den Soli abschaffen müssen, damit Sie jetzt als CDU-CSU den Vorschlag machen können, den Soli für alle Menschen wieder ernsthaft einzuführen. Wie absurd ist das denn, meine Damen und Herren? Das ist die neue finanzpolitische Kompetenz der CDU-CSU in Deutschland, liebe Kolleginnen und Kollegen. Absurd! Was für ein absurder Vorschlag! Ich hätte es mir nicht träumen lassen. Ich hätte es mir nicht träumen lassen. Diese Bundesregierung, Herr Merz, diese Koalition ist mit einer doppelten Hypothek der 16-jährigen unionsgeführten Bundesregierung gestartet. Erstens eine vernachlässigte Bundeswehr, ich sprach gerade darüber, und andererseits eine sehr gefährliche Abhängigkeit von Russland bei der Energie. Deshalb ist das im Koalitionsvertrag verankerte Thema Planungsbeschleunigung. Wir wollen Planungsbeschleunigung in Deutschland so voranbringen, dass wir die Planungs- und Genehmigungszeiten halbieren.
dringlicher denn je. Hier sind wir in der letzten Sitzungswoche einen ersten Schritt gegangen mit dem Ausbau von LNG-Terminals, einen ersten wichtigen Schritt. Und ich schlage vor, dass wir genau daran anknüpfen sollten. Wenn wir darüber reden, dass die Wirtschaft in den nächsten Jahren massive Investitionen tätigen muss, dann darf das ja nicht Jahrzehnte dauern. Dann brauchen wir schnelle Verfahren in allen Bereichen der Wirtschaft, der Industrie in Deutschland und aber auch bei den Infrastrukturvorhaben des Staates, meine Damen und Herren. Das, was wir hier vorgeschlagen haben, das, was wir durch den Deutschen Bundestag gebracht haben bei den LNG-Terminals mit dem Ziel der Energieunabhängigkeit, ist ja geradezu eine Blaupause für weitere Projekte, meine Damen und Herren, um die Transformation der Wirtschaft nach vorne zu bringen. Kaum ein Land der Welt, ich will das zum Thema Klimaschutz an der Stelle sagen, kaum ein Land der Welt hat in den letzten Jahrzehnten so viel Geld für Klimaschutz ausgegeben, aber so wenig für Klimaschutz erreicht, meine Damen und Herren. Das müssen wir umdrehen. Wir brauchen auch Planungsbeschleunigung, damit wir energieunabhängig werden und endlich den Klimaschutz entsprechend in Deutschland voranbringen und die Transformation unserer Volkswirtschaft, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und diese Ampelkoalition ist ja angetreten, um das Leben der Menschen in Deutschland zu verbessern. Das mag erst pathetisch klingen, aber das ist jetzt sehr konkret, Herr Merz. Denn das, was wir jetzt sehen, dass die letzten Wochen und Monate für viele Menschen sehr, sehr hart gewesen sind und leider wahrscheinlich nicht einfacher werden. Ich denke an die Millionen Familien mit kleinen Einkommen, die die gestiegenen Preise jetzt sehr deutlich spüren und dennoch alles dafür tun, damit ihre Kinder alles bekommen, was sie brauchen. Ich denke an die Gastronomen in unserem Land, die erst unter der Pandemie und jetzt unter einem enormen Personalmangel leiden. Ich denke an die vielen Handwerksbetriebe, die weiterhin junge Menschen ausbilden und die jeden Tag auf die Lieferwagen und auf ihre Transporter angewiesen sind. Ich finde es daher richtig, dass wir es geschafft haben, in den letzten Wochen so viele Entlastungen auf den Weg zu bringen, um all diese Menschen zu erreichen. Wir haben den Kinderbonus erhöht, die Heizkostenpauschale erhöht, die Einmalzahlung in Höhe von 100 Euro für Transferempfänger, die Energiepauschale in Höhe von 300 Euro für alle Erwerbstätigen. Die Einführung des 9-Euro-Tickets wurde gesagt und die Senkung der Steuern auf Benzin und Diesel. Wir erhöhen in der Einkommensteuer dauerhaft und rückwirkend zum 1. Januar den Grundfreibetrag, den Arbeitnehmerpauschbetrag und die Pendlerpauschale. Meine Damen und Herren, wir werden für die Unternehmen in Deutschland das, was ich als damals noch Haushalts- und Finanzpolitiker in der Opposition immer gefordert habe, nämlich den steuerlichen Verlustrücktrag dauerhaft auszuweiten. Wer in der Vergangenheit als Unternehmer in Deutschland solidarisch mit dem Steuerstaat war, weil er oder sie Gewinne gezahlt hat, mit dem muss jetzt auch der Steuerstaat in schwierigen Zeiten solidarisch sein. Das macht diese Regierungskoalition, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir entlasten gezielt und reagieren angemessen auf die aktuelle wirtschaftliche Lage und die hohe Belastung der Menschen in diesem Land. Heute tritt die Senkung der Energiesteuer in Kraft, um die Pendlerinnen und Pendler zu entlasten. Und ich habe ja die ersten Meldungen dazu gesehen. Im ersten Schritt, obgleich natürlich noch altes Benzin und altes Diesel sozusagen in den Tank ist, aufgrund der damals höheren Steuersätze, trotzdem sinken glücklicherweise heute Morgen die Preise an den Tankstellen. Wir müssen die Menschen im ländlichen Raum weiter im Blick behalten. 60% der Menschen in Deutschland wohnen nicht in urbanen Zentren, sondern sie wohnen im ländlichen Raum. Das sind viele Pendlerinnen und Pendler, das sind viele Familien, und diese Regierungskoalition behält genau diese Menschen im Blick. Auch das will ich an der Stelle deutlich sagen. Und wir schaffen mit diesem Bundeshaushalt etwas weiteres. Über Bildung ist für meine Begriffe noch zu wenig gesprochen worden heute Morgen. Diese Bundesregierung bringt eine große BAföG-Reform auf den Weg, und sie finanziert sie auch. Und ich will eines in aller Klarheit sagen, weil das in den letzten Jahren, ja, ich muss das sagen, Herr Merz, und die letzte Bundesbildungsministerin, die über Milchkannen philosophiert hat, kam ja von der CDU. Ich will das in aller Klarheit sagen. Wir müssen an einer Stelle in Deutschland einer Gerechtigkeitsfrage den Hebel umlegen. Die Frage, wie man im Leben vorankommt, darf nicht vom Elternhaus abhängig sein, sondern es muss davon abhängig sein, wie man sich anstrengt im Leben. Jeder muss die gleichen Chancen haben, und das tun wir mit dieser BAföG-Reform. Und ich will deshalb insgesamt diesen Haushalt in ein Verhältnis setzen. Wir erhöhen die Investitionen um 50 Milliarden Euro. Das sind bis zum Jahr 2026 350 Milliarden Euro Investitionen des Bundes, mehr als jemals zuvor.
Wir werden die Ausgaben für den Bundeshaushalt 2022 um 77 Milliarden Euro reduzieren. Und gleichzeitig machen wir 100 Milliarden Euro weniger Schulden als die Große Koalition 2021. Wir setzen die richtigen Prioritäten. Und der Bundeshaushalt 2022 ist der Auftakt für den Bundeshaushalt des kommenden Jahres, den wir hier in wenigen Wochen bereits diskutieren werden. Das ist der Unterschied zur unionsgeführten Vorgängerregierung. Und ich will das sagen, Herr Merz, wer immer mehr fordert und gleichzeitig zu hohe Ausgaben kritisiert, der passt nach meiner Rechnung an der Stelle nicht zusammen. Wenn es nach Ihren Vorschlägen, und jetzt will ich auf Ihre Arbeit während der letzten Wochen als Opposition zu sprechen kommen, wenn es nach Ihren Vorschlägen geht, würden wir in diesem Jahr als Koalition 60 Milliarden Euro mehr Schulden machen. Das ist doch die Wahrheit, Herr Merz. Ich habe mir Ihre Anträge im Haushaltsausschuss sehr genau angeschaut. Sie wollen 60 Milliarden aus dem Energie- und Klimafonds einsetzen für das, was Sie vorhaben. Also Sie nutzen eine Rücklage, von der Sie selbst sagen, sie sei verfassungswidrig. Das passt nicht. Ich frage Sie, welches Verfassungsorgan wollen Sie hinter die Fichte führen? Das Bundesverfassungsgericht oder den Deutschen Bundestag? Herr Kollege Merz, das müssen Sie beantworten. Und frage ich Sie, wo ist Ihr Plan zur Rückkehr zur Schuldenbremse? Wo ist eigentlich der Plan der Union, um zur Schuldenbremse im kommenden Jahr zurückzukehren? Ich habe es schon mal gesagt und wiederhole es an dieser Stelle gerne. Die Schuldenbremse ist bei Christian Lindner und Olaf Scholz in besseren Händen als bei Friedrich Merz und Alexandra Dobrindt, um das in aller Klarheit zu sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich habe in der letzten Wahlperiode hier öfter gesagt, dass man eine Oppositionsarbeit auch so verstehen muss, dass man Service-Opposition ist, indem man intelligente Vorschläge macht und auch Alternativen zur Regierungsarbeit vorschlägt, gerade weil die Öffentlichkeit aus meiner Sicht ein Anrecht darauf hat. Herr Kollege Merz, diese 60 Milliarden, die schlank weg in Ihren Haushaltsvorschlägen stehen, fehlen, jetzt stehen zwar drin, aber die fehlen in der Sache, weil Sie selbst sagen, das sei ja verfassungswidriges Geld. Stichwort Service-Opposition. Das, was wir in den letzten Wochen bei den Haushaltsberatungen der CDU/CSU erlebt haben, das ist keine Service-Opposition, das ist eine einzige Service-Wüste gewesen, meine Damen und Herren. Da ist nichts bei rumgekommen, haushaltspolitisch gar nichts von dem, was Sie da vorgelegt haben. Und deswegen will ich zum Schluss ein wichtiges Thema ansprechen, was Sie auch angedeutet haben vorhin in Ihrer Rede und ein Kollege der CDU/CSU-Fraktion auch gestern bei der Debatte zur Finanzpolitik um den Einzelplan des Bundesfinanzministers, nämlich die Frage der Altersversorgung in Deutschland. Diese Bundesregierung wird den Nachholfaktor in der Rente wieder einführen. Wir priorisieren im Haushalt so, dass wir Entsprechendes auch schaffen, in Zukunft in Richtung Kapitaldeckung, Teilkapitaldeckung bei der Altersvorsorge zu gehen. Und ich will Ihnen das in aller Klarheit sagen. Ich bin da schon sehr, sehr verwundert, Herr Merz. Sie sagen, nach 16 Jahren Verantwortung bei der Rente sei es irgendwie gescheitert. Sie haben die Bundeskanzlerin gestellt. Mit Verlaub, nein, das ist nicht. Ich habe hier gesessen 4 Jahre lang, nicht an der SPD alles gescheitert. Es ist vor allem die Union gewesen, die bis heute kein Rentenkonzept vorlegen kann. Bis heute haben Sie keinen Vorschlag zu machen, wie es besser geht. Und deswegen will ich einen sehr konkreten Kürzungsvorschlag, den Sie vorgelegt haben, als Fraktion aufgreifen. Sie kürzen bei der beruflichen Integration für Zuwanderer. Mag wie ein kleiner Titel erstmal klingen. Ich glaube, das ist ein verräterischer Vorschlag, weil da in Wahrheit eine andere Haltung steckt. Da steckt eine andere Haltung dahinter, bei einem viel größeren Thema. Ich will Ihnen diese klare Frage stellen, Herr Merz. Wollen Sie mit dem historischen Fehler der eigenen Partei aufräumen und Deutschland endlich zu einem modernen Einwanderungsland machen, oder wollen Sie das nicht? Im wirtschaftlichen Interesse unseres Landes. Es ist im besten nationalen Interesse der Bundesrepublik Deutschland, dass wir endlich ein modernes Einwanderungsland werden. Denn nur so werden wir die Fachkräfte bekommen. Nur so werden wir die Renten der Zukunft absichern. Auf diese zentrale Zukunftsfrage, die diese Regierungsfraktion sich in den Koalitionsvertrag geschrieben hat, haben Sie nicht eine einzige Antwort heute geliefert, nicht in der Vergangenheit. Wir handeln. Ich danke Ihnen.
Das Wort hat der Kollege.